mal, der schläft okay. Einfach hier. Schnell Werkzeug aufsammeln. Looten und leveln. Looten. Achso, verschlossen, da gibt's den. Ach, hier, es gibt an so Angelstellen. Kann man gar nicht unendlich oft angeln. Ich glaube, ich habe mich verloren. LOL! Das sind voll fiesen Viecher. Wo bin ich denn hier hingelaufen? Oh Gott, oh Gott. Du musst doch einfach nur zu unseren Punkten hinlaufen. Ja, aber ich muss mir den Weg dahin finden. Oh, hier geht's runter irgendwie, ne? Ich schieß sie einfach ab. Okay, hier ist gerade viel. Oh fuck. Wie seid ihr denn hier hingekommen? Jetzt mal ohne Spaß. Hier unten lang. Okay. Einfach nach unten laufen. Okay. Hier lang oder was? Leute, ohne Witz! Boah, aus dem Totem kam hier. Leute, oh Gott. Er kommt. Warum seid ihr da oben? Warum bin ich hier unten? What the fuck? Warum? Erklärt mir das einer. Ich bin überfordert. Ich kann dir nicht helfen. Ich. What the fuck, ey. Meine Witze, was ist das? Ey, bei mir ist es dunkel geworden, also. Ja, naja, bisschen, hier ist eine dunklere Ebene, so ein bisschen. Oh, dein Adler kam gerade voll, geil, hat mir geholfen. Und mein Inventar ist schon wieder voll. Vielversprechendes Angelloch. Ihr müsst mal die Totems auch kaputt machen, da kommt viel Geld raus. Ach, hier rum sind die gelaufen, okay, zum Kreis hier. Ich verstehe. Ich angel hier gerade mal. Ja, habe ich vorhin auch schon. Und wenn du einen Fisch bekommst, kannst du dem deinem Tier geben und dann, keine Ahnung, wird's voll das Ultratier irgendwie. Mist. Wie machst du die Totems auf? Na, gegenschlagen. Ja, gibt's ein Tier. Naja, von da kann ich dir nicht helfen. Muss hier schnell wieder rum und Fabian retten. Und ja, ich rette dich, weil du brauchst Hilfe, so. Bin fertig hier. Ach so, ja, schade. So, ich muss doch gleich mal wieder skillen, eigentlich fällt mir mal so auf. Machen wir mal schnell. Den will ich irgendwie oben haben. Das habt ihr noch irgendwas Interessantes gefunden? Geil. Okay. Nö. Nicht so prickelnd. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber hey. You know me. Ich glaube, Fokus. Naja, Fokus ist für mich relativ dumm, merke ich die ganze Zeit. Sehr gut. Da merke ich gerade. Ja, sehr gut. Na gut. Achso, geht schon weg. Man deckt die Karte übrigens nicht gemeinsam auf. Also jeder ist für sich selbst. Ja, genau. Hier ist ein Hammerzaral, Leute, Hammerzaral, bei mir. Edel senkt sich, das ist okay. Edel senkt sich verlassen, also hier fängt gleich irgendwie die Schädelsenke an. Verlassen müssen. Okay. Ich bin jetzt auf Level 9. Oh, die tote Bezwingerwache oder wie die heißt, die gibt einem auch Geld. Mir hat einen Heilentrank gegeben. Ist ein Arschloch. Ich hätte lieber Geld gehabt. Schädelsenke treten. Fuck. Okay. Wisst ihr, wie gut es eigentlich ist, dass es hier kein PvP gibt? Das hätten wir schon tausendmal auf den Kopf bekommen. Alter. <fuck. lacht> Aber die Totems kann ich jetzt zum Beispiel nicht gut machen. Kann ich auch nicht auswählen, ne? Ging nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang irgendwo. Ja, da habe ich es auch noch nicht aufgeckt. Genau, da wo es gerade lang ist. Ja, wir müssen irgendwie für die Quest wieder angehen. Oh, ich bin voll betäubt, haben wir geil. Eisbär mit Speer. So. Seid erfahrener geworden. Mal gucken, was ich noch so leveln kann. Ja, wir nehmen schon wieder links hoch. Okay, jetzt kommt. Ja, so ein bisschen mehr, da Abstand 14, da ist Kanonending, brauche ich sowieso nicht. Feuer und Funke. Okay, nächster Rang, Heilimpuls alle 11 Sekunden, Radius 9 Meter. Okay. Ja, ich glaube, das Heilding wird echt noch später richtig schwer, richtig nützlich, wa? Müssen wir mal gucken. Hier liegt ein goldener Schlüssel. Können wir das sehr gut. Wo waren ja, die? Die siehst du auf der Karte, nee. Weiter oben doch. Oder so. Ne, die wird mir angezeigt unten da.
Oder? Ist das die goldene? Keine Ahnung. Ich skill jetzt erstmal hier mein Flammending hier. Na, das ist hier die goldene, genau. Weiter unten, oder was? Wird auf der Karte angezeigt. Ach Mist, und ich hab... Also ihr werdet mir angezeigt, aber die Truhe nicht. Ja, dann kommt einfach zu uns. Bin unterwegs. On the way, Doktor. Ja, das sieht gut aus. Mehr kann ich nicht tragen. Mehr kann ich nicht tragen am Arsch. Kätzchen. Ja, mittlerweile nehme ich voll viel. Ich muss wirklich meinen Fokus, mein Fokus maximieren, damit ich wirklich Mana ohne Ende habe, damit ich es machen kann. Ja. Ich gehe nicht auf Schuss, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das ist mir zu plump. Uiuiui. Den Gürtel mit. Ich weiß nicht, wie es das hier bei eurem Inventar aussieht, irgendwie leer das ist. Ich hab gerade einen lustigen Skill, eine Passive von mir aktiviert, eine Chance auf ein, von 10% bei einem gewirkten Zauber einen bizarren Effekt zu erzeugen. Frag mich nicht, was das ist. LOL, ihr könnt, wie geil ist das denn? Ihr könnt euren Begleiter jetzt einkaufen schicken. Was? Wo? Na pass auf, du gehst, also I und P ist klar für den Begleiter. Ja. Und dann gibt's ganz unten rechts Begleiter in die Stadt. Euer Begleiter verkauft alle Gegenstände in seinem Inventar und kauft Gegenstände nach eurer Einkaufsliste. LOL. Das ist. Warte mal, awesome. Wo jetzt? I und dann P drücken. Ja, P und dann im Begleiterinventar. Na? Da, wo du die ganze Zeit die Sachen reinschiebst. Ganz unten rechts grüner Home-Button. Ja. Das ist ziemlich geil. Ja, und darauf klicken, dann wird da wohl alles verkauft. Cool. Das ist ziemlich awesome. Erstmal gucken, dass ich nichts Gutes. Euer Begleiter ist fortgegangen. Mein Begleiter ist weg und kommt in einer Minute wieder. Das ist doch gut. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich hier vielleicht irgendwie Sachen mit meinen Dingern aufrüsten kann, dass ich Life-Rack bekomme, weil das geht echt sonst gar nicht klar. Feuerpanzer, Feuerschein, das ist natürlich geil. Arne, vielleicht für dich ganz interessant. Ich habe hier einen Chaos-Glutstein. Fernwaffenschaden ist vielleicht 4%ige Chance, 50% Fernwaffenschaden zurückzuwerfen, ist vielleicht nicht ganz so geil, aber auf die Waffe um 3% höheres Zaubertempo. Wie jetzt? Na, um 3% höheres Zaubertempo, dann müsst ihr schnell okay, deine Dinger. Okay, und was ist das jetzt genau? Na, ein Aufrüstungsstein. Ah, okay, ja, der hört sich gut an. Ob du sowas haben willst oder nicht, eventuell, aber erstmal gucken. Ich habe nur diese ganzen Feuerdinger, das ist natürlich ziemlich scheiße. Ich gucke einfach mal hier auf mein Schwert, wie das... Ach nee, der ist ja schon verzaubert. Scheiße. Aber der Hammer noch nicht. Aber mal gucken, was der Hammer... Euer Begleiter ist aus der Stadt zurück. Euer Begleiter kommt aus der Stadt und bringt euch 600 Gold. Das ist doch gut. So ist schön, Begleiter. Okay, wollen wir weiter? Warte mal, ich schicke meinen auch gleich nochmal weg. Ich hab nur gerade nochmal alles durchgeguckt. Dann mach ich auch nochmal schnell. Das kann weg. Das kann weg. Weg. Kann weg. Oh, das Ding sieht voll stark aus. Gegenstand? Okay, mal geil. Okay, es gibt hier noch irgendwie Sets, die einem dann einen extra Bonus geben oder irgendwie sowas. Ja, ja, erhöhte Goldmenge und sowas habe ich hier gerade. Plus 1 auf Attribut Geschicklichkeit, plus 3 Rüstung gegen Körperschaden und 50 Gesundheit. Da gibt 26 Gesundheit. Das ist, glaube ich, geiler. Ja, mal gucken, ob der geiler ist oder nicht. Ich glaube schon. Und wenn ich das sage, weiß ja jeder, ist das generell richtig. Was war das für ein hämisches Lachen? So. Das war kein hämisches Lachen. Mal gucken, wie viel Geld mir mein Begleiter mitbringt. Euer Begleiter so, meiner ist wieder unterwegs. Das ordnen wir uns. Und wird voll geil. Feuerpanzer, wie geil, Alter. Hammermäßig awesome. Ah. Alles Männer oder so sind gar, oder die Marken sind gar nicht für uns, sondern für unsere Begleiter, sehe ich gerade. Ja, genau. Na. Den könnt ihr auch ausrüsten. Struppi ist weg, da ist dein Panda wiedergekommen. Ja, hab ich gesehen. Hammergeil. Struppi! 800. Struppi kommt zurück. Na, mal gucken, was hier sonst noch so abgeht. Warten denn hier? Warte mal ganz kurz, ich bin immer noch nicht fertig hier. Egal, los! Chill mal. Mach ich mal nur ein paar Viecher kaputt. Ich muss Mana trinken. Lol, der ist voll der Platz, der Junge. Oh, geil.
So. Wo bist du, Patty? Ein kleines Stückchen weiter unter euch, müsste ich sein. Mein... Euer Begleiter ist zurück. Und 400 Gold noch was. Das ist ganz okay. Oh, fuck, was wollt ihr denn? Wetter ist Motherfucker, sagst du? Lol. Was war das denn hier für ein Meteorite? Was weiß ich? Das ist so nah, ne? Ich bin mal voll auf den Sack gekommen hier. Oh, hier sind viele Fallen, Alter. Na, scheiß drauf. Glaube ich nicht so, wenn da unsere Begleiter durchlaufen, oder? Bitte? Das ist bestimmt nicht so, wenn da unsere Begleiter durchlaufen. Ja. Voll arschig. Mein Struppi fängt keiner, Junge. Ja, nicht uns an, sondern uns können. Lol, wie mein Feuer voll die Kombo ist, ist ja voll geil. Okay. Offensichtlich genau falsche Richtung. Die ganzen Dinger sind hier weg. Nee, wieso? Es gibt keine falsche Richtung. Das ist gut hier. Rock oder was? Button Smashing! Brennst du auch schon wieder vorher, ja? Ja, ich bin auf dem Tank. Bist du? Naja, so kleines bisschen. Ich hab halt eine Heilsonne, die heilt uns alle, von daher. Na, wir können ja mal gucken, wie viel Leben wir alle haben. Wie viel Leben habt ihr? Hä, warte mal, ich hab doch den. Mein Begleiter Mana-Trink kaufen lassen, hat er das nicht gemacht. 625 habe ich. Okay, Arne, wie viel Leben hast du? Leben? Ja. 592. Ja, ich habe 667, also ich bin am meisten hier mit dabei. Ja, ich habe, wie viel Mana habt ihr? 61. 75. Und du für Fabi? Dann sag ich ja 61. 96. Ja, naja, ich skill auch so gerade schon bei den Attributen, dass ich da ein bisschen mehr Leben habe. Genau. Ich skill ja, auch Mana, logischerweise. Das habe ich bisher noch nicht so. Ich habe halt auf Bretter. Auf Schaden Bretter. Und... Voll die Trollbretter. Oh, Schaden. Oh, was war das? Alles das sind Leute, was das? Lol. Dann habe ich nie angesprochen. Die Geister der Plünderbucht. Ich will euch nichts Böses. Ich bin nur eine einsame Seele über den Tod hinausgefangen. Betrogen und ertränkt von niederträchtigen Gefährten erlebe ich hier fortwährend mein Ende nach und warte vergebens darauf, dass mein Tod gesühnt wird. Doch es ist mehr als 100 Jahre her, dass ich meinen letzten Atemzug tat und meine Mörder sind fast ebenso lange tot. Sie starben in ihrem Versteck in der Plünderbucht. Begebt euch durch dieses Portal zu ihrem Anführer, Kapitän Willy. Okay. Zeigt ihm, dass die Gerechtigkeit ihn weder vergessen noch ihm verziehen hat. Okay, einfach mal anhören. Ja, reingehen hier. Ah ja, genau. Oh, da ist ein Portal. Aber geil. Wollen wir da jetzt schon rein? Okay. Ja, klar. Von mir aus. Vom Level her passt das perfekt. Achso, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, okay. Dann müssen wir auch in das Dungeon zurück. Das ist so langsam. Aber wir können erstmal gucken, dass wir vorne zu den Waffen noch kommen. Sieht ja geil aus hier. Guck mal, voll die geilen Skelettpiraten. Guckst du mal an? Was dann hier an? Untoter Champion. Okay. Was meint ihr, ob die Gegner auch unsere dann angepasst haben oder ob das dann immer noch so das, schwach sind? Das habe ich mich auch gefragt. Was ich dir nicht sagen. In den alten Dungeons oder was? Nein. Nee, weil wir jetzt drei sind. Wenn man jetzt alleine spielen würde, ob die so. Dann auch so stark wären. Keine Ahnung. Stark oder schwach? Wenn wir eine Heilsonne beschwören.